Willkommen bei Movie Time. So, hallo zusammen. Wir haben uns heute getroffen, um über einen, ja, vergessenen, vielleicht nicht, aber einen unbekannteren 80er-Jahre-Klassiker zu sprechen, Runaway Train. Und dafür habe ich mich wieder mit Andreas verabredet. Ich denke tatsächlich, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich meine, ich hätte ihn irgendwann in den späten 80er Jahren gesehen, wahrscheinlich auf Sat 1 oder sowas. Da gab es noch diese Reihe, der Film, glaube ich, hieß der. Das war sowas, wo dann halt meistens so TV-Premieren oder so kamen. Und ich kann sein, dass ich den Film das erste Mal gesehen habe im Abendprogramm von Sat 1 unter dem deutschen Titel Express in die Hölle. Ich mag ja diese etwas blumigeren deutschen Titel. Du bist ja eher der Anhänger des Originaltitels, aber ich fand, der Titel passt eigentlich auch so ein bisschen zu dem Film. Und ja, ich habe ihn damals das erste Mal gesehen, war da noch nicht so überzeugt von dem Film. Mit mehrmaligen Sehen hat er mir dann auch besser gefallen. Und ich finde, es ist einer der, du hast es schon so gerade so ein bisschen angedeutet, eigentlich so ein bisschen der vergessenen Actionfilme der 80er Jahre. Wenn man ihn halt mit anderen Filmen wie der Rambo-Reihe oder Missing in Action oder wie sie auch alle heißen, die sind halt alle so ein bisschen bekannter als Runaway Train, aber dennoch zählt er meiner Meinung nach zu den deutlich besseren Actionfilmen der 80er Jahre, wenn nicht sogar zu den besten. Ja, da gibt es auch einen amerikanischen Kritiker, der 2010/11 gesagt hat, also ein bekannter, dass Runaway Train wahrscheinlich der beste Film der 80er Jahre überhaupt ist. Das ist jetzt natürlich spekulativ und auf jeden Fall einer der unterschätztesten. Das ist er definitiv, weil der halt leider kein großes Publikum damals gefunden hat und auch heute, sagen wir mal, eher so ein bisschen unter ferner Liefen abgestellt ist. Ich habe den damals auf Video zuerst gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der auf Video auch Express in die Hölle hieß oder so. Das ist ja immer deutsche Titel immer so plakativ mit dem Holzhammer vor die Stirn genagelt, dass wir jetzt da so einen reißerischen Titel immer bringen müssen. Ne? Aber ich kann dir zustimmen, bei mir war es genauso. Ich habe den Film einmal gesehen und dachte, ja, naja, okay, Eric Roberts spielt mit, schön. Und ein paar Jahre sind vergangen, habe ich ihn nochmal gesehen und über die Jahre halt mehrere Male. Und der wurde wirklich mit jedem Sehen besser. Richtig gesteigert hat er sich bei mir, als ich den das erste Mal auf Englisch gesehen habe. Weil in der Synchro doch vieles verändert wird und da viel von der Arbeit von Eric Roberts verloren geht. Ja, der Con Chalowski hat dann die Regie übernommen tatsächlich. Da war als Darsteller noch Robert Duvall im Gespräch eigentlich. Und der ist dann aber aus Grund terminlicher Sachen auch ausgestiegen. Und dann fragte der Con Chalowski den John Voight an, den er kannte, weil der ihm geholfen hat, seine Green Card da zu bekommen, damit er überhaupt in Amerika arbeiten durfte. Der wollte mit dem nämlich einen Western drehen, ja, oder so ein Neo-Western, sowas ähnliches wie der elektrische Reiter. Der ist dann aber auch nicht zustande gekommen, ne? Aus vielen Gründen. Und der Voight hat erstmal gesagt, ach, nee, passt nicht. Das ist nicht mein Charakter und das ist ja so ein, wie so ein Tier und so quasi. Und da ist ja auch noch vieles dran verändert worden an dem Drehbuch und so weiter. Ne? Ich weiß nicht, ob du da auch was zu gelesen hast. Ja, das Kurosawa-Drehbuch, das wurde in der Tat so ein bisschen verändert. Es gab da einige Veränderungen, aber vielleicht um nur ganz kurz bei John Voight zu bleiben. Man muss sich so vorstellen, der Film ist ja 85 gedreht worden und wodurch war John Voight letztendlich bekannt? Durch Filme wie zum Beispiel Asphalt Cowboy, das war ja einer seiner, glaube ich, war es der Erstlingsbiograf von ihm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Sehr früh, von 68. Ja. Der Champ beispielsweise, wo er einen abgeheiferten Boxer gespielt hat, oder Act Odessa, der dürfte vielen bekannt sein. Also er hatte natürlich so ein bisschen weichere Gesichtszüge und deswegen hat man ihm nicht unbedingt so einen Schwerverbrecher zugetraut und er hat es sich vermutlich auch selber nicht zugetraut. Er hat ja aber dann natürlich auch so eine handfeste Rolle hier gespielt. Er hat das ja in Anaconda ja auch nochmal so ironisch, ja, auch nochmal diesen harten Typen so gespielt. Also er konnte schon alles spielen. Das zeichnet, glaube ich, auch so einen großartigen Charakterschauspieler wie John Voight aus, dass er halt vielschichtig oder vielseitig einsetzbar war. Und man hat ihn also auch so ein bisschen gelockt,
oder der Regisseur hat es so ein bisschen damit gelockt, dass er gesagt hat, ja, eigentlich sind die besten Bösewichte diejenigen, die komplett gegen den Strich besetzt sind. Und das stimmt ja auch, wenn man sich die Geschichte so anschaut, ob das jetzt Gregory Peck war in Moby Dick beispielsweise oder andere Darsteller. Und da sieht man eigentlich, das stimmt auch. Und deswegen war es ja auch so, dass John Voight für den Oscar da letztendlich nominiert worden ist. Also er hat da schon eine hervorragende Charakterleistung abgeliefert. Ja, das war halt auf jeden Fall ein komplett anderer Charakter für ihn. Wie du schon sagtest, diese Bösewicht-Rollen, wenn man den überhaupt so sehen will, sind immer sehr viel schöner auszuschmücken. Da kann man seine ganze Palette nutzen. Wenn du so ein fürsorglicher Ehemann bist, dann kannst du nicht so viel spielen, als wenn du da ja quasi einen Irren spielst, ne? Hm. Ja, wo wir gerade bei den Darstellern sind, was lässt sich denn über die anderen Darsteller sagen? Du hast gerade eben schon Eric Roberts erwähnt, er ist also da noch relativ jung, hat zwar schon Erfahrung im Filmbusiness gesammelt, schon einige Jahre vorher, aber natürlich wahrscheinlich nicht in so einer tragenden Rolle wie hier, zumindest nicht in so einem bedeutenden Film wie hier. Doch, eigentlich war der da gerade so ein aufstrebender Jungstar. Der hat 78 für seinen ersten Film, der in Deutschland König der Zigeuner heißt, einen Golden Globe als bester Newcomer erhalten. Hat dann neben Sissy Spacek in Tragedy Man, das ist von 81, ich weiß gar nicht, ob es den hier gibt, schon überzeugt. Und dann 83 in Bob Fosses Star 80, wo der so einen total irren und letztendlich auch Killer spielt, massiv überzeugt. Und kurz danach hat er mit Mickey Rourke auch einen Favorit von mir, der Pate von Greenwich Village, gedreht. Also zu der Zeit war der richtig auf dem aufstrebenden Ast, hat einen guten oder auch von den Kritikern gelobten Film nach dem anderen gedreht. Ne? Es ist eher danach, wo es fast bergab geht, was okay. Natürlich dazu kommt, dass da Drogen bei ihm auch im Spiel waren. Ne? Der war ja eine Zeit lang kokainsüchtig, ist auch da verhaftet worden, Mitte der 80er, 87, 88. Das war so das Hauptproblem eigentlich. Ne? Man sieht ja auch direkt, wenn man diese beiden Hauptdarsteller jetzt sieht oder wie man es auch immer bei Eric Roberts nennen mag, er ist ja, glaube ich, für den Nebenrollen-Oscar, glaube ich, nominiert worden, wobei man ja auch streiten kann, ist das jetzt eine Nebenrolle oder ist es die zweite Hauptrolle, aber sei es drum. Man sieht natürlich bei den Darstellern schon einen ganz anderen Schauspielstil. Also John Voight ist natürlich eher der in dieser Rolle jetzt dieser Charakter-Mime. Eric Roberts ist, naja, wer soll ich sagen, ich bin nicht der größte Fan von ihm. Er hat natürlich die etwas undankbare Rolle hier als, ja, soll man sagen, Weichei, als Mitläufer, als großspuriger Angeber oder wie will man seine Rolle charakterisieren? Definitiv, das ist er. Dazu muss man vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und sagen, das sind auch so ein paar Sachen, die in dem Drehbuch, was Kurosawa geschrieben hat, geändert wurden. In dem Drehbuch war John Voight, also der Charakter, den der John Voight spielt, der Manny, war ein Mörder, der seine Frau umgebracht hat, weil die überall um die Häuser zog, sage ich jetzt mal milde, um es milde auszudrücken. Und der Eric Roberts, sein Darsteller, der Buck, das war ein Vergewaltiger. Und das ist alles so ein bisschen abgemildert worden. Der Manny war dann nur noch Bankräuber und Ausbrecher quasi. Und der Eric Roberts, der wurde dann durch seine Darstellung vor allen Dingen, gerade in der englischen Sprachfassung, der spielt halt so ein, wie du schon gesagt hast, so ein naives, großmäuliges Landei, also einen absoluten Hinterwäldler. Und wenn du den Film im Original guckst, dann spricht er auch genau so und so richtig dumm. Und das ist in der Synchronisation, kommt das überhaupt nicht vor. Ne? Also auch dann in wichtigeren Szenen und so, dann spricht er auch, ja, grammatikalisch falsch Englisch und steigt auf jedes Ding ein, weil der halt so dumm ist, ne? Mhm. Und das geht in der Synchro völlig unter, finde ich, ne? Trotzdem ist das schon mein erster Kritikpunkt an dem Film von John Voight. Er wird da, du hast gerade geschildert, dass das Drehbuch so ein bisschen geändert worden ist. Und für mich ist es einfach nicht glaubwürdig, dass dann an einer Stelle erzählt wird, dass er Banken überfallen hat oder sowas. Also für mich spielt er diese Rolle, dieses Manny, schon wie ein richtiger Gewalttäter. Und für mich ist er als Mörder in der Rolle eigentlich
wäre er glaubwürdiger oder kommt als Mörder, weil er hat auch keine Hemmungen. Es gibt ja diese Szene, wo sich die beiden dann gegenüberstehen und er das Messer zückt und ihn dann schon abstechen will. Und ich glaube, er hat auch durch die ganze Knasterfahrung, die er gemacht hat, er hat keine Probleme damit, einen über den Jordan zu schicken. Und deswegen ist eigentlich diese Idee, dass er eigentlich ein Mörder ist, der einsetzt, ergibt sich aus dem Charakter eigentlich, würde ich sagen, eher logischer wie als Bankräuber. Er hat gar keine Verbindung eigentlich, im ganzen Film nicht irgendwie als Bankräuber durchzugehen. Finde ich jetzt irgendwie, passt nicht so ganz. Ja, das ist ja so ein bisschen, der wird ja auch dargestellt so, der ist ja quasi nur im Gefängnis sozialisiert, der kennt ja gar nichts anderes. Und war dann auch, zu Anfang des Films wird er aus der Einzelhaft entlassen, wo er 3 Jahre komplett in Einzelhaft saß. Und also, wenn du vorher keinen weg hattest, danach hast du auf jeden Fall einen weg. Das ist so für mich eher diese Hinführung zu diesem völlig ja, skrupellosen oder auch gewissenlosen Charakter, den er da spielt, ne? Da gibt es ja auch am Ende des Films kommt ja ein Zitat von Shakespeare aus Richard der Dritte, wo es dann, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, also ist das ja in Deutsch heißt es, das wildeste Tier kennt doch des Mitleids Regung. Ich kenne keins und bin daher kein Tier. Genau. Also kein Mitleid kennt er, ne? Genau. Und deshalb bin ich kein Tier. Und das kann man natürlich in viele Richtungen deuten, was das und auf wen sich das alles in dem Film bezieht. Ne? Also da gibt es auch unter Filmkritikern so viel Deutungsrichtungen, ne? Aber das nur mal so als Anmerkung. Ich glaube, es sind 2 oder 3 Stellen im Film, wo tatsächlich von dem Gefängnisdirektor erwähnt wird, das ist ja ein Tier, das ist doch kein Mensch oder sowas, so sinngemäß. Ne? Also das kommt schon auffällig häufig vor in dem Film. Und dann das Zitat am Ende zu bringen, ist sicherlich auch nicht zufällig gesetzt. Der Gefängnisdirektor, auch sehr gut gespielt von John P. Ryan, der bezeichnet ja alle Insassen als Tiere und Bestien. Ne? Also der macht da keine Unterscheidung letztendlich. Für den ist das alles, ja, kann weg. Ne? Was mir bei dem Film noch aufgefallen ist, gerade natürlich in Hauptrollen oder in den größeren Rollen, dass es eigentlich nicht so einen richtigen Sympathieträger gibt. Also es gibt keine, also John Voight schon gar nicht, aber auch irgendwie Eric Roberts. Es wird mal angedeutet im Film, dass er wohl eine Beziehung zu einer Minderjährigen hatte und deswegen im Knast sitzt. Das wird aber auch nicht so richtig ausgespielt. Da wird jetzt nicht gesagt, was da genau war. Jedenfalls, ob er sich dann ob er jetzt auch sich sexuell vergangen hat an der minderjährigen Freundin oder was es auch immer war. Es kommt, und er hat auch irgendwie so eine toxische Beziehung zu Frauen. Das sieht man nachher auch bei Rebecca de Mornay, die ja erst nach einer knappen Stunde in die Handlung einsteigt. Aber es ist auch bei Eric Roberts so, er ist kein sympathischer Charakter. Er ist halt so einer, der so ein Fähnchen so ein bisschen nach dem Wind richtet und das ist ja bei dem John P. Ryan, der ja eigentlich das Gesetz verkörpert. Und man merkte schon in den ersten Szenen des Films, dass es eigentlich schon so eine Anklage gegen das Gefängnissystem der USA ist. Also das wird direkt deutlich. Es ist so ein Standard irgendwie Einstieg in einen typischen Gefängnisfilm, finde ich. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber man sieht da schon die Verhältnisse, die da herrschen. Das ist ja schon ziemlich katastrophal. Und dass man da als Gefängnisdirektor dann einfach mal einen Gefangenen für 3 Jahre in Einzelhaft schickt und dann sozusagen das richterliche Urteil sagt, das ist nicht rechtens nach 3 Jahren, ist alles so ein bisschen so eine doch mehr oder minder deutsche Kritik an dem ganzen System. Das ist definitiv so. Also die Darstellung von Eric Roberts oder dieser Buck ist natürlich kein positiver Charakter. Im Englischen wird das bezeichnet als Statutory Rape, das heißt, die war noch nicht volljährig, wahrscheinlich dann 15, 16 oder so, und er war halt schon was älter. Und das ist natürlich eine Straftat, ne? Aber dadurch, wie der es darstellt und auch wie der spricht, da wird es ja halt dargestellt, der war einfach zu dumm, das wirklich zu realisieren und so. Der ist ja auch vom Charakter halt einfach so, ne? Und wie du schon sagst, der springt auf jedes Dingchen an. Und der ist natürlich ja fast schon so ein Fanboy von Manny, der da das Gefängnis und die Verwaltung an der Nase langzieht, dadurch, dass er dann doch da rauskommt. Ne? Und ich finde das grandios gespielt. Ne?
von ihm. Also das ist halt ein undankbarer Charakter und das muss er erstmal so spielen. Ne? Da waren, kann man natürlich. Zum Beispiel war auch Tom Berenger im Gespräch für die Rolle, der dann für Platoon abgestiegen ist. Und Jeff Bridges war wohl am Anfang auch mit im Gespräch. Ne? Und der Roberts, der war ja vorher auch noch nicht so muskulös wie später. Der hat auch für den Film ordentlich an Masse nochmal zugelegt, so 15 Kilo fast. Ne? Jetzt habe ich mich natürlich immer die ganze Zeit gefragt, ist so eine weibliche Rolle in dem Film vonnöten? Und Rebecca De Mornay, die ja zum Beispiel später noch deutsch bekannter wurde, durch Hand an der Wiege, glaube ich, ist mit ihr bekanntester Film, hat auch in Backdraft mitgespielt und Jenseits der Unschuld, glaube ich, mit Don Johnson war das. Ja. Ist ja dann ein bisschen in Vergessenheit geraten, hat dann lange, glaube ich, eher so mäßige B-Filme, glaube ich, irgendwann gemacht. Und ich habe mich halt immer gefragt, braucht es diese Frauenrolle in dem Film, die ja so irgendwie aus dem Nichts dann irgendwie auftaucht? Es ist nach wie vor schwierig für mich und dennoch ist es natürlich ein Ausgleich zwischen den Charakteren. Also es ist sowas wie so ein Verbindungsstück zwischen Eric Roberts und John Voight. Also sie vermittelt ja auch so ein bisschen zwischen den beiden. Und als es dann zur Konfrontation kommt, dann schlägt sich ja auf die Seite von Eric Roberts. Aber trotzdem, nachher unterstützt sie dann auch John Voight wieder so ein bisschen, also wenn er dann den vordersten Zug erreichen will. Also es ist schon so eine Figur, mit der man eigentlich mehr als Zuschauer irgendwie sich hineinversetzen kann, als vielleicht in die beiden Hauptcharaktere denn vielleicht. Und vielleicht ist das gerade das Ziel des Regisseurs gewesen, das einzubauen. So war es tatsächlich auch gedacht, dass es so eine Art neutraler Beobachter ist, der quasi die Figur des Publikums so ein bisschen einnimmt. Ne? Man muss ja auch sagen, ein Hauptcharakter des Films ist auch einfach der Zug an sich, der Runaway Train. Ja. Weil da sind fantastische Szenen und fantastische Stunts, was sie damit gedreht haben, ne? Unter widrigsten Bedingungen. Ja, und man sieht ja auch von der Struktur her, ich meine, es gibt viele Filme, die so ein bisschen ähnlich aufgebaut sind. Also es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel der Pelham-Film, also die Todesfahrt der, wie heißt er in Deutschland, U-Bahn 123 oder so, glaube ich, heißt er in Deutschland, oder so ähnlich. Da hast du halt auch diesen Führerstand bei der U-Bahn und hier hast es halt mit dem Zug, von denen aus denn dirigiert wird, was gemacht werden muss, die Weiche muss umgestellt werden. Das ist also ein tragendes Handlungselement eigentlich des Films, dass man versucht, die Katastrophe im Prinzip des führerlosen Zuges sozusagen diese Situation irgendwie zu retten. Das andere Element ist halt diese zwei Gefangenen, die da jetzt in dem Zug sitzen und so ein bisschen miteinander arbeiten, dann wieder gegeneinander arbeiten. Und das dritte Element ist halt das mit dem Gefängnisdirektor, der dann sie verfolgt sozusagen. Das sind eigentlich diese drei tragenden Elemente des Films. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt zu dem dritten Element kurz kommen, der Direktor. Das ist für mich so ein bisschen Logikloch, warum er jetzt sagt oder weiß, dass seine Ausbrecher in dem Zug sind, weil das wird auch nie so ganz geklärt. Er könnte vermuten, aber weiß es ja nicht. Aber er ist relativ schnell der Meinung, dass die beiden da im Zug sind. Und das ist so ein genauso ein Logikloch wie am Ende, ohne jetzt das Ende zu verraten, warum in einer aussichtslosen Situation, wo jeder weiß, wie das zu Ende gehen wird, der Direktor dann das Verlangen hat, diese Situation, sage ich mal, auf eigene Faust zu lösen. Das gibt keinen Sinn in der Handlung eigentlich. Es ist klar, es gibt diese Konfrontation dann am Ende zwischen dem einen und dem anderen, aber eigentlich ist es unlogisch. Eigentlich macht es keinen Sinn. Und das störte mich so ein bisschen. Das hat mich so ein bisschen dann irritiert am Ende. Ja, da muss ich sagen, sehe ich anders. Also mich stört das nicht und ich finde das jetzt auch nicht so unlogisch. Das Ziel des Direktors war es halt von vornherein und eigentlich schon die ganze Geschichte, die man so mitkriegt, den zu brechen. Und also den Charakter einfach zu brechen, seinen Willen zu brechen. Und das gelingt ihm nicht. Und daran will er immer weitermachen aus eigenem Wahnsinn, aus eigenem Ehrgeiz. Und das ist sein einziges Ziel, was er noch kennt, weil der, wie du vorhin schon so angedeutet hast, eigentlich
genau der Gegenpol ist von dem Manny, der sich nicht brechen lassen will und der will aber. Und das sind zwei Pole, die komplett gegeneinander krachen. Und deshalb kommt diese Situation dann auch zustande. Sehe Und seh ich eigentlich anders. Du sagst, er will ihn brechen und ich sage, er wollte ihn schon im Gefängnis töten lassen. Das ist nur ein Unterschied. Und er will ja. ja am Ende auch nicht ihn brechen, sondern eigentlich will er ihn töten. Weil er geht ja nicht mit der Knarre dann letztendlich da rein, um ihn zu brechen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er will ihn schon töten. Und das gibt keinen Sinn, wenn ich weiß, dass es sowieso auf das Ende so zuläuft. Was mir noch aufgefallen ist im Zusammenhang mit dem Film, ist, unabhängig von den Action-Szenen, von den Außenaufnahmen, die alle oder von den Aufnahmen generell, also es ist ja auch mit Alan Hume ein ganz erfahrener Kameramann dabei, der auch für James Bond-Filme schon vieles gemacht hat, also ist schon wirklich eine Koryphäe gewesen, dass die Charakterzeichnung für einen Actionfilm schon außergewöhnlich ist. Also wir haben da einige Dialoge drin, da merkt man auch diesen ja, Geist Kurosawas noch, der das Drehbuch verfasst hat. Also da gibt es so Dialoge wie zum Beispiel, wo Manny dann sagt, das ist eigentlich gewinnen oder verlieren, das ist, spielt für ihn eigentlich gar keine Rolle. Wo ist da eigentlich der Unterschied, fragt er, glaube ich, an einer Stelle. Ne? Und das ist eigentlich so eine Sichtweise, die im amerikanischen Kino eigentlich nicht so oft zu finden ist. Also da gibt es dann halt den Gewinner, der alles, the winner takes it all, so nach dem Motto. Und der Verlierer ist halt derjenige, der auf der Strecke bleibt. Und in dem Dialog spiegelt sich also auch wieder, dass es eigentlich vollkommen irrelevant ist und wer der Gewinner oder der Verlierer ist. Das sind so Sachen oder dieser Dialog zwischen Eric Roberts und John Voight, wo es denn darum geht, ja, wenn er rauskommt, der Eric Roberts, oder wenn er das schafft, den Zug zu verlassen, dann träumt er von einem Leben in Saus und Braus, dann überfallen sie eine Bank und dann geht's, was weiß ich, nach Mexiko oder weiß der Nach Teufel Las was. Vegas. Ja, und dann sagt der John Voight, ja, dieser amerikanische Traum, das ist doch alles totaler Bullshit, sage ich jetzt mal, alles totaler Blödsinn. Und er erzählt ihm das dann so, und Eric Roberts kann das gar nicht richtig verstehen, warum er diesen amerikanischen Traum ablehnt. Und das zeigt halt, wie tief verwurzelt eigentlich diese Vergangenheit und die Erfahrungen, die dieser John Voight als Manny gemacht hat, wie tief das eigentlich in ihm verwurzelt ist, wie enttäuscht er eigentlich von der ganzen Gesellschaft ist und dass er eigentlich an diesen amerikanischen Traum gar nicht glaubt oder nie geglaubt hat. Wobei sich das eher darauf bezieht, auf ihn selber und auf den Bug von Eric Roberts dargestellten. Also zumindest auf Englisch sagt er das, weil er sagt, wenn du einmal im Knast warst, hast du wie einen Stempel auf der Stirn. Sowas Ähnliches sagt er da. Und das ist das Problem, warum der amerikanische Traum oder diese Zukunftsvision, die der Eric Roberts da spinnt, nie in Erfüllung kommen kann für ihn. Er sagt ja dann auch so, du kannst froh sein, wenn du irgendwo als Tellerwäscher putzen kannst Genau. und dann vielleicht dich da durchbeißen kannst, ohne den umzuhauen. Und wenn du das schaffst, dann kannst du vielleicht noch mal was werden. Aber dafür sind wir nicht gemacht, so, ne? Letztendlich sagt er dann. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Szene. Und dann diese Szene, wo die aufeinander losgehen, wo auch wie in vielen Szenen des Films, vor allem durch Konchalowskis großartige Regie und auch die Kameraarbeit von Alan Hume, was du sagst, vieles auch ohne Worte passiert, sondern nur durch Kameraperspektiven oder Großaufnahmen und Winkel. Ne? Da ist dann die Szene, wo die aufeinander losgehen und dann irgendwann stoppt das einfach mittendrin. Und das ist ja auch schon ganz untypisch für einen 80er-Actionfilm, zumal noch von Canon, dass das einfach Höhepunkt zu Ende, es passiert nichts weiter. Und dann sieht man wirklich den Gesichtsausdruck Großaugen von John Voight und den von Roberts. Und das ist so grandioses Kino, finde ich, wo der dann auch sagt, I thought we was friends, ne? So, weil der völlig enttäuscht ist von seinem Idol, von seinem, ja, Messias, Heilsbringer, der da im Gefängnis vielleicht irgendwas hätte ändern können oder der ihn in die Freiheit geführt hätte, dass der dann, ne, und der Charakter von Manny, der sieht das halt und lässt dann auch deshalb drauf hin ab. Und das sieht man in den Augen, wie der zerbricht quasi, finde ich. Also für mich auf jeden Fall. Ne? Und das ist halt die großartigere Leistung von Konchalowski und den Drehbuchautoren und so, ne? Dass sie da auch viel
ja, Spielraum gelassen haben für diese Charakterzeichnung einfach. Und was auch total untypisch für einen Actionfilm der 80er Jahre ist, sicherlich, dass meines Wissens nach fast im ganzen Film kein einziger Schuss fällt. Also wenn, dann das überhaupt gar keine großartige Rolle spielt. Ich glaube, am Ende, wenn der Gefängnisdirektor einen Schuss abfeuert, glaube ich, der aber dann nicht trifft oder so, das kann der einzige Schuss des ganzen Films sein. Ich glaube, daneben gibt es, glaube ich, und das ist eigentlich auch total untypisch für einen Actionfilm, wo ja eigentlich das Geballer im Vordergrund eigentlich steht. Ne? Und kommt halt da gar nicht zum Greifen, weil es überhaupt gar keine Rolle spielt, ob da jetzt aufeinander geschossen wird oder so, weil sich die Spannung eigentlich aus was ganz anderem ergibt, nämlich dem Verhältnis der beiden total unterschiedlichen Charaktere. Ja, und die Spannung gibt sich natürlich auch aus den grandiosen Szenen mit dem Zug oder auch vorher schon mit dem Ausbruch, die einfach gut gemacht sind. Ne? Dazu muss man sagen, die wollten eigentlich den Film komplett in Wisconsin drehen, dann stellten sie fest, es schneit nicht genug. Ja, es gab keinen Schnee, dann sagte der, ich glaube Gonchanowski sogar, ja, fahren wir nach Alaska, da ist auf jeden Fall Schnee und mehr als genug. Und dann haben die da einige Szenen mit John Boyd Roberts gedreht, auch auf den Zug ein paar. Das war ein echter Zug, so ein 3000 PS Diesel-Lok, ne, mit der sie da rumgekurvt sind. Und die fuhr auch auf originalen Gleisen von dieser kanadischen Bahnlinie, nur halt immer dann, wenn die Züge von denen gerade nicht durchfuhren. Und dann mussten die auf ein Abstellgleis und konnten dann wieder hin und her fahren, so quasi. Ne? Und dann kam diese Sache mit dem Stunt, was ich vorhin angesprochen habe, und dann haben die halt den Rest oder beziehungsweise zwischendurch schon vieles im Studio in Hollywood gedreht, auf dem alten CBS-Lot und haben da so einen kompletten Zug nachgebaut. Und der fuhr dann wie auf Rollen. Und dann konnten die auch halt Szenen mit den Darstellern ohne Stunt-Doubles da drehen, weil da halt nichts passieren konnte. Ne? Was wir zum Beispiel noch nicht erwähnt haben, was auch noch so ein Punkt ist, der den Film gerade in den intensiveren Szenen noch so hervorragend ergänzt, ist die Musik von Trevor Jones. Die finde ich unheimlich gelungen. Also natürlich 80er Jahre Stil Synthesizer, aber da passt es, finde ich, auch wirklich in den Szenen wie die Faust aufs Auge. Ne? Der hat sonst später mit David Bowie Labyrinth die Musik gemacht und hier Jim Henson Der dunkle Kristall und sowas. Ne? Hat auch später für Cliffhanger und so, glaube ich, gemacht. Aber der, finde ich, die passt da sehr gut rein. Ne? Ja, es gibt da diese super Szene, so in der ersten Hälfte des Films, wo der Zug das erste Mal so aus dem Nebel auftaucht und dann diese Musik einsetzt. Und das hat ja schon irgendwas sehr Kraftvolles, ne? Wenn der Zug denn aus dem Nebel heraussteigt und im Prinzip der Hauptdarsteller des Films auftaucht, wenn man so will. Ja, und das hat so ein bisschen auch so fast was Mythisches oder Mystisches vielleicht sogar, weil der John Voight dann auf Englisch sagt, that's the one, also den nehmen wir. Warum? Ja, das, weil ich den nehmen will, so, ne? Ja. Und das, ja, das, der Film das taucht ja am Ende nochmal auf. Ne? Am Ende des Films taucht es ja nochmal auf, dieses Mythische, dieses Schlussbild im Prinzip, ja, das dann kommt. Das ist schon, ja, soll man sagen, ein Anti-Höhepunkt in einem Actionfilm, weil es ist ja eigentlich nicht das, was man erwartet in einem Actionfilm. Ja. Wenn es auf diese Konfrontation zum Schluss zuläuft, dann denkt man mal, beim Actionfilm ist es, dann kommt es halt zur großen Explosion und dann ist alles in Wolken sozusagen. Und da wird es ja ganz anders gemacht. Da muss man vielleicht kurz sagen, Spoiler-Alarm, das ist auch so einer der Punkte oder einige von den Punkten, die von Kritikern bemängelt wurden, dass man zum Beispiel nicht erfährt, was mit Buck und der von Rebecca de Mornay gespielten Darstellerin, was mit denen passiert, weiß man nicht. Man kann nur vermuten und da ist ja auch in alle Richtungen möglich, die werden wieder festgenommen. Der Zug wird doch nicht schnell genug gestoppt und fliegt da irgendwo aus der Kurve, weiß ja keiner, ne? Es gibt halt nichts. Und fand ich aber den Einwand jetzt auch nicht so sonderlich. Nee, aber das also die Relevanz, was mit ihnen passiert, glaube ich, ist jetzt, also ich habe mir die Frage nie gestellt, weil das ist ja, aber für das mich war, nicht das so relevant. Zum Beispiel bemängelt. Und dann, dass man das Ende nicht sieht, wie du eben schon sagst, dass halt John Voight auf diesem Zug spielt, einfach steht und sich gegen natürlich die Widrigkeiten, die Witterung da stemmt. Und das ist für mich so ein perfektes Ende für diesen Film. Weil das einmal sagt, ich bin immer noch da, ich habe es bis hierhin geschafft, was jetzt passiert, okay, kann man vermuten. Und natürlich, niemand hat es geschafft, weder die Natur, noch der Zug, noch der Gefängniswärter, ihn zu brechen. Ne?
Und wie der da auf diesem Zug steht und diese Musik läuft und dann aufgeblendet wird, finde ich sensationell einfach. Ja, ich glaube, er nimmt ja auch so ein bisschen die Arme auseinander, dass er sich so gegen den Wind stellt. Und das hat natürlich schon so eine Symbolik von Freiheit, dass Ja, er jetzt natürlich. sich frei fühlt und vielleicht im Angesicht des Todes frei fühlt, weil er ja weiß, was wahrscheinlich kommen wird, ne? Und also es ist sehr beeindruckend gefilmt, finde ich. Und der Zug verschwindet ja dann auch in diesem trüben Nebel, so ein bisschen. Also das ist alles so mystisch ein bisschen dargestellt. Ja, und dann wird er einfach abgeblendet. Ne? Genau. Und Und dann dann kommt kommt das das Zitat. Zitat Ja. von Shakespeare. Ne? Ja, ist ja leider an den Kinokassen ein bisschen untergegangen, der Film. Trotz einem Budget von knapp 10 Millionen. Vergleichsweise war es natürlich trotzdem gering, weil Filme von 85, wie zum Beispiel Rambo 2, haben 25 Millionen gekostet. Und selbst Over the Top von Ken war ja deutlich teurer und mit 25 Millionen. Also, und trotzdem war es halt ein Flop. Ja. Der hat in Amerika 7,5 Millionen eingespielt. Das ist jetzt okay. Und für Canon-Filme, die ja sehr häufig zu der Zeit auf dem Videomarkt ihr großes Potenzial rausgeholt haben, auch in Ordnung, denke ich mal. Es ist natürlich auch so ein Film, wo man sich, wenn man den gesehen hat, nicht fragen muss, warum der beim Publikum vielleicht nicht so ankommt, weil der natürlich eine pessimistische Grundstimmung hat. Und ja, eher alles so ein bisschen düster. Es ist kein Wohlfühlfilm, wo man sagen kann, den gucke ich mir jetzt mal eben so nebenher an. Würde ich nicht empfehlen. Den muss man schon richtig gucken, weil der sehr intensiv halt ist. Ne? In Deutschland zum Beispiel hatte der Film noch weniger Zuschauer, 150.000. Ne? Einzig so Frankreich und so, da ist 500.000 hat er da gezogen. Also international ist der auf jeden Fall im Plus gelandet. Und wie gesagt, Videoauswertung bei so Filmen, sage ich jetzt mal, eher so die B-Runde noch, ne? 9 Millionen, das ist eher noch zu der Zeit schon B-Movie-mäßig. Vielleicht noch für dich als Abschluss so eine Einordnung im Ken-Kanon. Er hat ja als einer der ganz wenigen Filme von Ken überhaupt Oscar-Nominierungen erhalten. Wir haben den Schnitt noch nicht, glaube ich, erwähnt, und wir haben halt die Nominierungen für Eric Roberts bei den Oscars und John Boyd und den Golden Globe noch für John Voight, haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, ob wir ihn erwähnt hatten. Aber Der das hat er war auch ja einer der gewonnen. ganz, ganz wenigen Filme sozusagen, die wirklich Preise von Ken eingeheimst haben oder unter Ken eingeheimst haben. Ne? Vielleicht abschließend noch ein Fazit. Wie würdest du denn ranken, den Film? Also von, sagen wir mal, von einer Skala von 1 bis 10? Also für mich ist das ein absoluter Neuner-Kandidat, weil der Film mich, obwohl ich ihn jetzt schon bestimmt 6, 7 Mal gesehen habe, wenn es reicht, der mich von Anfang bis Ende fesselt und weil ich das Ganze drumherum und die Darstellleistung so hervorragend finde. Ne? Es sind ein paar Punkte oder eigentlich ein Punkt oder so ein paar Szenen, die ich ja im Vergleich nicht so gut finde. Das sind die Szenen mit den Signalwärtern, Quatsch, hier in diesem Verteilerzentrum, wo die quasi den Zug umleiten könnten und so. Die finde ich, die sind dem Rest des Films, werden die nicht gerecht. Das kommt so ein bisschen schwach rüber. Auch die Darstellerleistungen da sind nicht gut. Obwohl da auch ein paar bekannte Darsteller dabei sind. T.K. Carter und von The Thing. Und was ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen würde, ist, dass auf jeden Fall einer der besten Canon-Filme und einer der besten, oder sagen wir mal, einer der unterschätztesten 80er-Jahre-Filme. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen, weil er halt doch relativ unbekannt ist. Ne? Und wenn man die Wahl hat, auf Englisch gucken, weil es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Ja, also ich kann mich in großen Teilen deiner Meinung anschließen. Das ist in der Tat einer der auch wirklich interessantesten Actionbeiträge der 80er Jahre, weil er halt, wie ich auch schon erwähnt habe, neben den Spannungsmomenten natürlich auch in gewisser Weise eine Charakterstudie ist. Sehr straight inszeniert, finde ich, auf den Punkt gebracht. Es gibt kaum Leerstellen in dem Film. Es geht relativ rasant zu, ohne jetzt überbordende Action zu zeigen. Tolle Kameraarbeit, finde ich. Es wurde, glaube ich, auch mit drei Kameras auf dem Zug gedreht oder gleichzeitig gedreht. Das war auch damals wohl schon Novum.
Ich bin nicht so der größte Fan von Eric Roberts, muss ich ehrlicherweise noch dazu sagen. Ich hätte mir manchmal so vorgestellt, was hätte vielleicht ein anderer Schauspieler in die Rolle eingeben können, neben John Voight, der natürlich so ein bisschen überlebensgroß spielt. Und wenn man da vielleicht noch so einen Gegenpart gehabt hätte, der so schauspielerisch vielleicht ihm noch so ein bisschen mehr die Konkurrenz geboten hätte, dann hätte ich vielleicht sogar noch, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Es gibt da manche Filme, denen das vielleicht besser gelingt, wo du zwei starke Charaktere hast. Ich denke da zum Beispiel an den Film Ein Zug für zwei Erlunken, wo du halt einen Lee Marvin hast und du hast einen Ernest Borgnine auf der anderen Seite. Die stehen halt auf Augenhöhe und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, das mag jetzt vielleicht auch in den Charakteren in dem Film selber liegen, dass die natürlich nicht auf Augenhöhe miteinander sind. Aber ich finde auch schauspielerisch, dass die beiden irgendwie auch aufgrund ihrer Stile, die natürlich andere sind, das ist ganz klar, aber irgendwie so nicht ganz auf Augenhöhe sind, dass man merkt halt, dass dieser John Voight schon noch eine andere Liga ist, in meinen Augen. Und das hätte ich halt gerne gesehen. Ansonsten gebe ich dir recht, also einer der unbekannten großen Actionfilme der 80er Jahre. Absolut sehenswert. Für mich ist es eine 7 von 10. Ich bin etwas vorsichtiger immer mit der Bewertung. Aber auf jeden Fall ein Film, den man sich anschauen sollte, wenn man ihn noch nicht kennt. Ja, dann denken wir mal, dass haben wir uns jetzt lange genug über diesen Film für euch hier unterhalten. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, weil ich den Film halt so gut finde. Und ich hoffe, das hat man auch gemerkt. Und Andreas hat mir gutes Kontra gegeben. Deshalb danke ich dir und es hat Spaß gemacht. Bis zum Bis nächsten zum Mal. nächsten Mal.